Matrikel. Die Matrikel und die Matrikel in der Mehrzahl sind einfach die Kirchenbücher. Das bedeutet nichts anderes als ein öffentliches Verzeichnis. Die Matrikel wurden vom Konzil von Trient vorgeschrieben. Konzil von Trient 1545 bis 1563 war eine Reaktion auf die Reformation in Deutschland. Und ja, die Pfarrer wurden verpflichtet, Kirchenbücher zu führen, weil es immer wieder vorkam, dass Leute doppelt geheiratet haben. Und jetzt kann man nachschauen, ist er schon verheiratet. Das war mal eins der Hauptziele, um so etwas zu vermeiden. Wichtig war es auch für Stellenausschreibungen für Pfarrer, denn wenn da stand dann drin, wie groß ist die Pfarrei, wie viele Taufen sind, wie viele Hochzeiten sind, wie viele Beerdigungen sind, denn das war alles mit ein Einkommen des Pfarrers. Je größer das, also die Stohlgebühren, also wenn der Pfarrer einen Stohle anzieht, hat er mehr verdient. Der hat dann nebenzu seinen Bauernhof mit seinen Wiesen, Äckern und Wald. Das war seine Einnahmequelle. So, jetzt ganz kurz Inhalt von Matrikel. Ich habe da ganz das kurz dahin geschrieben. Was finden Sie? Wo ist jetzt meine Maus? Hier ist da drüben. Ah, ja. Was da drin ist, sind Taufen, abgekürzt mit T, Taufregister, TR, Hochzeiten, Hochzeitsregister, Sponsalien, Sterben, Sterberegister, Firmungen, Impfwissen und Barien. Sie wird natürlich als Ahnenforscher hauptsächlich nur die Taufen, Hochzeiten und Sterben interessieren. Wenn Sie dann noch weiter forschen wollen für Ortsfamilienbücher, dann brauchen Sie auch die anderen Dinge noch. Historische Notizen, die Bruderschaften. Was interessant ist für Familienforschung, Häuserbuch. Die Pfarrer waren eigentlich angehalten, das hat man gegen Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, wurde Familienbücher angelegt, da hat der Pfarrer einfach zusammengeschrieben, dem Haus Nummer 15, da wohnt als Familienoberhaupt der und der und seine Kinder sind die und die. Ja. So, ich habe jetzt mal da reingestellt ein Beispiel aus dem Bistum Augsburg. Was steht in so einem Artikelübersicht drin? Das Missen, das ist eine Ortschaft im Allgäu bei Immenstadt. Wir sehen auf der linken Seite, es gibt da zwei Filmrollen. Inzwischen ist auch schon überholt, weil er alles digitalisiert ist. Also Sie können finden, ab 1653 gibt es dann Einträge. Da ist als erstes ein Taufregister. Die Pfarrer waren gehalten, Register anzulegen. Viele haben es nicht gemacht. Ich weiß aus Visitationsprotokollen, dass es dann immer wieder Beanstandungen gab, dass die Pfarrer keine Protokolle, keine Taufregister, Hochzeitsregister oder Sterberegister geführt haben. Das war einfach da, da hat er vorne die Taufen zum Beispiel eingetragen und hinten die letzten Seiten, da hat er angefangen mit Buchstaben A. Wenn jemand mit dem Namen A getauft worden ist, hat er es da eingetragen. Und wenn irgendein anderer Familienname mit A auftaucht, dann wird er als nächster reingeschrieben. Und so weiter. Und bei den Hochzeiten und beim Sterben genauso. Aber es geht auch noch viel schöner. Ich habe Vorfahren, zum Beispiel Mammendorf. Mammendorf liegt zwischen Augsburg und München, ist eine S-Bahn-Haltestelle. Die haben was ganz Wunderbares. Ein Heilige Markus, hier Heilige Markus, ist einer meiner Vorfahren. Und so schön, wie das hier aufgelistet ist, finden Sie wahrscheinlich nirgends mehr seine Kinder, Franz, Johannes, Josef, Philipp, Agatha und so weiter. Und mit Geburtsdatum, da rechts drüben aufgezählt, dann in Taufbuch Nummer 2 ist der Eintrag Nummer 85 und so weiter. Dann dieser Philipp, das ist sein Sohn, der hat dann auf Mammendorf geheiratet und da sind dann seine Kinder drin. Also wenn Sie so etwas finden, dann können Sie sich glückselig preisen. So schön habe ich das noch nie gefunden, wie an diesem Beispiel. Ich möchte bloß dazu sagen, ich habe von Mammendorf auch eine Häuserchronik mir angeschafft, weil ich eine ganze Reihe von Vorfahren in Mammendorf habe. Das ist sowas an wunderschön, da ist hinten im Register jeder, der vorne genannt ist, mit Geburtsdatum eingetragen. Ich kann also jede Person, die vorne in dem Register steht, praktisch ausfindig machen, samt Geburtsdatum. Habe ich sowas noch nie gesehen. So, jetzt zu unseren
Forschungen. Es ist keine Hexerei. Was der Pfarrer einträgt, ist immer das Gleiche. Ich brauche ein Kind, das getauft wird. Ich brauche die Eltern, Vater, Mutter. Vielleicht steht der Beruf des Vaters dabei. Und es stehen die Taufbaden dabei. Das ist also immer was Besseres. Bei der Hochzeit ist das Gleiche. Dann haben wir Bräutigam, dann die Eltern des Bräutigams, dann die Braut, die Eltern der Braut und die Trauzeugen. Bitte? Also das ist immer das Gleiche. Das sind einfach Bausteine und die kann man also einfach dann zusammenfügen. Und wie das dann geht, das zeige ich Ihnen da. Trotz zu Zeitangaben, Datumsangaben, das ist vielleicht etwas Interessantes. Das hilft vielleicht. Habe ich dort Primo am 1. Es wird meistens abgekürzt mit 1 und MO. In den Kirchenbüchern steht meistens A drin. Im klassischen Latein ist dies maskulin, im Kirchenlatein ist es weiblich. Und da wird dann praktisch beim zweiten Secundo, Tertio, Sie sehen das da, ja, und so weiter. Dann Monatsnamen, die sind identisch fast mit den unseren, Januarius und so weiter. Der Julius, der hieß früher Quintilis, das war der 5. Monat, Augustus war der 6. Monat. Sind erst Gaius Julius Caesar, hat ihm zu Ehren wurde dieser Monat umgenannt und zu Ehren von seinem Stiefsohn, Adoptivsohn Augustus wurde dann der Sextilis Augustus genannt. Dann kommt September, Oktober, November, Dezember. Sie sehen hier, die Endung ist Ius, Februarius, Martius, Maius, Junius, Julius. Und wenn ich jetzt eine Datumangabe habe, dann heißt es immer, Dio Tertio oder Die Tertia Januarii, am 3. Tag des Januar. Ja, das Die, das heißt nicht ganz deutscher Artikel, sondern heißt am Tag, am 3. Tag des Januar. Manchmal, wenn du dann weiterfährt, im Fahrrad hat, und sagt am Mietschirm, sondern bloß Eodem, dann heißt es am selben Tag. Eodem, Die, am selben Tag. Oder manchmal Eustem, am 11. Undicesimo, Eustem am 11. des gleichen Monats. Am Ende der ersten 7 Monate stehen 2 I Januarius. Das Us wird im Genitiv zu I, also Januarii. Und es schaut immer so aus, als ob das hinten ein Y wäre. Das zweite I wird lang gezogen nach unten und fließt praktisch mit dem ersten I zusammen, sodass es ausschaut wie ein Y. Es sind aber 2 I. Dann noch etwas zu den Monatsnamen. September ist, das war ursprünglich der 7. Monat. Weil man hat ja in Rom in ältester Zeit im März das Jahr beginnen lassen. Dann haben wir durchgezählt, dass der September ist der 7. Monat, bei uns ist es der 9. Monat. Und die Pfarrer waren zu faul, das auszuschreiben, die haben nachgeschrieben, ein Simner hingemacht und Briss, weil es September ist. Bei Oktober haben sie einen 8. nachgemacht, Oktobris. Und beim Dezember, da haben sie es ganz anders gemacht, da haben sie ein lateinisches X gemacht für das lateinische 10, Dezembris, das ist also bei uns der 12. Monat. Offizielle lateinische Datumsangaben finden Sie fast nur noch in kirchlichen Urkunden, zum Beispiel Ante Diem Quintum Calendas Januarias, am 5. Tag vor dem Kalender des Januars. Die Römer haben also 3 Fixpunkte gehabt, das waren die Kalender, das war der 1. des Monats, die Nonen, der 9. und die Iden. Und dann hat man immer auf diese Tage hingezählt. Jetzt habe ich da unten zum Beispiel ein Beispiel. Heute ist der 16. Juli. Da haben wir hingeschrieben, Ante Diem Decimum Septimum Kalenders Augustas. Wenn Sie jetzt anzählen, der Juli hat 31 Tage, zählen Sie 16 ab, sind 15. Dann wird der Zieltag genommen, der Kalender, der 1. und der heutige Tag, dann sind 17, dann heißt es am 17. Tag vor den Kalendern des Augustus, des August. Ja, das ist das heutige Datum. Okay, dann zur Schreibweisung. Doppel-M wird oft durch einen Strich auf der ersten M ausgedrückt. Das kennen wir im Deutschen auch, so wenn jemand schreibfaul ist. Das M einer lateinischen Endung wird oft nur angedeutet. Ebenso die Endung us. Dann etwas, wo man sich dran gewöhnen muss, wenn jemand irgendwas einfügt in den Text, also was wir heute in Klammer setzen,
Da machen die einen Schrägstrich oder einen geraden Strich und Doppelpunkt und dann kommt die Einfügung, dann kommt der Doppelpunkt und dann wieder der Strich. Das ist, was bei uns die Klammer ist. Dann, was so ein Zeichen vorkommt, das kennen Sie alles, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Und dann gehen wir jetzt allmählich zu den Matrikeln selber. Hochzeitsmatrikel, die werden manchmal als fortlaufender Text geschrieben, manchmal in Tabellenform. Fortlaufender Text, Matrimonium, Contractit, Honestus Jubilus sowieso und so weiter. Oder der macht eine Tabelle, da schreibt er oben drüber Dies, dann schreibt er hin Sponsus, dann schreibt er hin Parentes, dann schreibt er hin Sponsor, dann schreibt er hin Parentes und dann schreibt er hin in der nächsten Tabelle Testes, die Trauzeugen. Also entweder durchgehender Text oder in Spaltenform, das ist völlig egal. Und bei den Hochzeitsmatrikeln kommen folgende Begriffe vor: Matrimonium, das ist die Ehe. Wörtlich heißt eigentlich die Mutterschaft. Da unterscheidet man Matrimonium in Fazi Ecclesiae, eine Ehe im Angesicht der Kirche. Das meint die wirkliche Trauung, was wir heute als kirchliche Trauung bezeichnen. Matrimonium de Presenti meint ein, auch die kirchliche Trauung, also wirklich anwesend. Und dann der Begriff Matrimonium de Futuro heißt eigentlich eine Ehe für die Zukunft, das, was man früher als Sponsalien bezeichnet hat. Das ist also in etwa ein Verlöbnis. Früher war das ein offizieller Vertrag, der vor dem Pfarrer und zwei Zeugen geschlossen worden ist. Wenn Sie forschen, dann müssen Sie aufpassen, steht oben drüber Sponsalienbuch oder steht drüben Hochzeitbuch. Also die Sponsalien, die sind immer früher abgehalten worden, ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher und dann später folgte dann die Trauung in Fazi Ecclesiae, im Angesicht der Kirche. Wer da auftaucht, ist zum Beispiel Sponsus, der Bräutigam, die Sponsor, die Braut, Pater ist der Vater, Mater die Mutter. So. Sponsor, das haben wir schon gesagt. Dann die Trauzeugen, das sind die Testers. Im Ministerramt ist der Hochzeitspriester, der Traupriester. Manchmal steht dann oft bei den Zeugen hinten dort OS ex, das heißt Omnes ex, alle aus welchem Ort sie sind. Oder Assistenz meint einfach, der dabei steht, ist der Traupriester. So, jetzt muss ich leider unterbrechen. Ja. Wir müssen einmal neu starten. Sie dürfen den Bildschirm einfach da lassen, wo er ist. Ich beende einmal und wir starten alle das Ganze neu. Ja. Vielen Dank. Jetzt kommen die Formeln, wie die Pfarrer das eingetragen haben. Zum Beispiel Matrimonium contraxerunt honestus jubilus NN cum pudica virgine in Fazi Ecclesiae. Die Ehe schloss im Angesicht der Kirche der ehrenwerte Jüngling mit der tugendsamen Jungfrau NN. Also das ist zum Beispiel eine Standardformulierung, die hier immer aufhört. Andere Pfarrer, die nur Sponsalien geführt, Buch geführt haben, die schreiben Nein, Sponsalio de Futura Contraxerunt, also ein Sponsalien über die Zukunft, ein Brautversprechen auf die Zukunft, legten ab und so weiter. Dann, was vielleicht am Anfang etwas verwirrt, die Vorsilbe Contraxit wird gern durch eine liegende 8 ausgedrückt. Also bei mir ist es der stehende 8, Contraxit. Hier sehen Sie. Mhm. Das soll also eine liegende 8 sein. Das, die 8 heißt Con, das ist die Vorsilbe Con. Die habe ich schon gesagt, die Sponsalen wurden meist einige Tage bis einige Wochen vor der kirchlichen Hochzeit geschlossen. Ja. Der Bräutigam wird in der Regel als Honestus Juvenis bezeichnet. Juvenis heißt eigentlich Jüngling, meint aber hier vor allem den ledigen Stand. Manchmal ist der Juvenis nicht bloß Honestus, sondern gar Ingenuus, also begabt, kunstsinnig. Er ist ein Legitimus Filius, ein rechtmäßiger Sohn, also in der Ehe geboren. Bei der Braut heißt es meistens Pudica Virgo, die tugendsame Jungfrau. Eigentlich heißt es keusch, sittsam,
Die Hauptbedeutung bei Virgo dürfte hier auch bei ledig liegen. Manchmal wird die Braut auch als Virtuosa, das dann bedeutet dann echt tugendsame Jungfrau genannt. Man kann sogar differenzieren, wie ein Pfarrer das gemacht hat. Er schloss die Ehe Compudica Virgine mit der tugendsamen Jungfrau. Ist irgendwie der Ton weg? Herr Heinrich, jetzt hören wir Sie irgendwie nicht mehr. Soll ich was machen? Ah, jetzt passt wieder. Passt wieder. Also die Angabe, der Pfarrer, wo das wohl her hat, sich aus dem Beichtstuhl. Er schloss, der junge Mann schloss die Ehe mit der tugendsamen Jungfrau, mit der deplorierten Jungfrau, mit der deplorierten und schwangeren Jungfrau. Sowas steckt manchmal auch drin. Ja. Selbst bei älteren Frauen kann man Sterbematrikel oft noch lesen, Virgo. Also mit 70, 80, dann meint es wahrscheinlich doch ledig. Gut. Die Trauzeugen, die stehen im Ablativus Absolutus. Das ist eine Konstruktion, die gibt es im Deutschen nicht. Sie wird durch einen eigenen Satz aufgelöst. Da steht eben dabei bloß Testibus, Zeugen waren. Oder Testibus Absentibus als Zeugen stand dabei. Testibus, Absentibus als Zeugen waren anwesend. Auch die Vornamen der Zeugen stehen im Ablativ. Also nicht erschrecken, wenn der dort steht Josefo, das ist einfach der Josef. Andrea ist der Andreas. Der Jakobo ist der Jakob. Dann, was häufig dabei steht als Berufsbezeichnungen, das können Sie sich selber durchlesen. Ich habe ja angeboten, jeder kann, wenn er mir schreibt, diese ersten 10 Seiten bekommen. 11 Leute haben wir schon geschrieben. Das ging von Eitrach, Grumbach, Donauwörth bis zum Wörnitzstein, sogar aus Herr Seitz aus Au bei St. Gallen. Also Sie können es haben, kostenlos. Das können Sie dann selber nachgucken. Das sind so Begriffe, die hier aufzeichnen. Immer wieder Tonprobleme. Ja. Frau Schöller, geht's wieder? Jetzt geht's wieder, ja. Ich vermute, dass Sie wegen einer schlechten Verbindung haben. Ja, ich bin ja auf dem Land. Manchmal steht dort PM oder mit Doppel PPMM. Das heißt entweder Postmortem nach dem Tod. Manche sagen auch, das heißt Pia Memoriae, seligen Andenkens. So, wenn man sagt, der Vater selig, wenn er schon gestorben ist. Das heißt einfach, der Vater und die Mutter ist bereits verstorben, weil zur Zeit der Hochzeit. Pro tempore, zur Zeit Pfarrer und so weiter. Das könnte dann die Berufe. Dann hätten wir nochmal Viduus, der Witwe, Vidua, Witwe. Okay. Dann gehen wir zu den Taufmatrikeln. Also die Begriffe, die hier vorkommen, Baptisma, die Taufe, Baptistrans, das der Taufende, der Taufspender. Infant, das Kind, der Säugling, der Täufling, Mutter, Matrina ist die Taufpatin, Parentes sind die Eltern, Parents kann nur heißen Vater oder Mutter, Pater, der Vater, Patrini sind die Paten, Patrinus ist Singular dazu, dann Filius Legitimus, rechtmäßiger Sohn, Filia Legitima, rechtmäßige Tochter, Spurius ist ein illegitimes Kind, Hurenkind, Bankert oder sonst, wie Sie es auch bezeichnen wollen. Okay, dann Schreibkonventionen bei den Taufbüchern, manchmal fortlaufender Text, manchmal in Tabellenform. Also tauchen aus mit Begriffe, Baptizatus ist, er wurde getauft. Also ihr könnt da irgendwo Us ist, könnt einmal A hinmachen, dann ist eben ein Mädchen. Die Sprache ist oft sehr bilderreich. Man hat ja in der Schule schon gelernt, man soll schöne schmückende Worte beifügen.
So macht die Pfarrer eben auch. Sacro baptisma dies fonte ablutus est, mit dem heiligen Well der Taufe wurde abgewaschen. Oder aus Sacro fonte susceperent, aus dem heiligen Quell oben empor, das bezieht sich jetzt auf die Taufbaden, oben hin aus der Taufe. Ex baptisma dies fonte renatus est, aus dem Quell der Taufe wurde wiedergeboren. Ex fonte salutis renatus est, aus dem Quell der Taufe wurde wiedergeboren. Oder ex aqua et spiritus sancto renatus est, aus dem Wasser im Heiligen Geist wurde neugeboren. Also es sind feststehende Formeln, die immer wieder auftauchen, wird manchmal etwas variiert, aber wenn man das mal durchschaut hat, dann kann ja jeder das selber entziffern. Dann zu den Sterbematrikeln. Da muss man unterscheiden, meint man den Todestag oder meint man den Bestattungstag? Bestattet wurde in der Regel am zweiten Tag nach dem Tod. Heute sind es eher 3 Tage oder mehr. Was hier an Wendungen vorkommt, Sepultus ist, er wurde bestattet, obit, er ging heim, er starb, diem supremum, obit, er ging den letzten Tag entgegen. Dann, was auch regelmäßig auftaucht, omnibus sacramentis munitus, mit allen Sakramenten der Sterben stärkt, oder optime dispositus, bestens vorbereitet, rite provisus, dem Ritus entsprechend versehen, bis cessit de hac vita, er ging von diesem Leben weg, er ging vom Leben, animam deo redidit, er gab die Seele Gott zurück, ad meliora abit, er ging zum Besseren, motu ist ganz profan, er ist gestorben, diem supremum clausit, er beschloss den letzten Tag. Anima ad meliorem vitam avolavit, die Seele flog zum besseren Leben weg. Ad altam vitam migravit, er wandelt zum anderen Leben. Alles oben, das haben wir schon gehabt, das PP und PM. Dann posto, er wurde am nächsten Tag eben bestattet. Oder sequentiti am folgenden Tag. Manchmal ist eine Altersangabe dabei, zum Beispiel ein Kind, Infans septem dierum, ein Kind von 7 Tagen. Oder ein pur deter anorum, ein Knabe von 10 Jahren. Und machen wir vom Wunsch noch am Schluss. Cuius anima celi fuatur gaudiis, seine Seele mögen die Himmelsfreuden genießen. Oder requiescat in pace, abgekürzt einfach R.I.P. Dann, was vor allem im 19. Jahrhundert drinsteht, Krankheiten, die die Leute beim Tod hatten. Da war zum Beispiel ganz häufig Abzehrung, Auszehrung, einfach die Schwindsucht. Und das können Sie selber sich anschauen. Sie können es von mir bekommen, dann können Sie es irgendwo abheften oder was und dann nachschauen, was es an Krankheiten alles gegeben hat. Also, wir diejenigen, die jetzt meine E-Mail-Adresse noch nicht aufgeschrieben haben, die steht da oben dort. Wenn jemand also diese 10 Seiten haben will, schreiben Sie mir und ich schicke Ihnen umgehend das zu. Hermann Heinrich, ein Wort, @gmx.de. Da können Sie das alles haben. Okay, sind wir soweit. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Was jetzt hier folgt, das sind alles Beispiele, die ich bekommen habe mit der Bitte um Übersetzungshilfe. Ich habe das einfach jetzt mal so rauskopiert und da können wir jetzt genau mal gucken, was eigentlich das Problem ist. Da hätte ich hier ein kleines Beispiel von Michael Eser und Sohn Magnus. Michael Eser Colonus in Luschenau. Et filius eus, schauen Sie bei eus, da haben wir ei, das ist da hinten das Zeichen, das soll us sein, eus. Also das war schon gesagt, dass die Schlusssilbe us oft so kümmerlich erscheint. Magnus, una cum curro et equis in fluvio cleto, submersi sunt et misere
periere, filius statim, altera die, parens autem, decesimo januarii inventus. Da haben wir hier auch wieder das schlampige Uster hinten dort. Das ist ein Us inventus, et ambo hic in cemeterio. Da hat er auch so einen schönen Haken auf das O hinten hingemacht, sepulti fuerunt. Also der Michael Eser, der Bauer in Luschenau und sein Sohn Magnus sind zusammen mit dem Wagen und dem Pferden im Fluss Jett untergegangen und elend zugrunde gegangen. Der Sohn wurde sofort am anderen Tag, der Vater aber am 30. Januar gefunden und beide wurden hier im Friedhof beigesetzt. Haben Sie eine Frage dazu? Ein erstes Beispiel. Für mich ist ein Problem, wenn ich solche Bitten zur Übersetzung bekomme, oft mache ich Fehler beim Lesen der Familiennamen und der Ortsnamen. Aber derjenige, der mit einem Ort vertraut ist, wird es sofort dann richtigstellen können. Das Esel ist sicher Richtung Magnus und Michael, aber das Luschenau, da war man schon ganz so sicher gewesen. Und ob das die Klette ist oder was der anders heißt, der Fluss hier, weiß ich nicht. Das muss also der Fragesteller dann selber wissen. Ein anderes aus Weichering. Da hätten wir hier Dies Septimo Decembris. Schauen Sie das mal an. Dies Septimo, da ist kein Punkt dabei, Decembris. Das hier, die X steht für 10 Decembris. Millesimo, Septingentesimo, Sexagesimo, Quinto, Sacramentis Moibundorum. Und hier ist ein Zeichen, da geht die Klammer auf. Das ist also praktisch ein Schrägstrich, der macht hier so ein Häkchen, dann der Doppelpunkt, Uti Narratum Fuit, Doppelpunkt, Klammer zu. Wie erzählt worden ist, A pro tempore reverendo domino parroco in Weichering rite munita obit Barbara Öxlerin colonissa vulgo auf der oberen Schweig. Et nona, das heißt hier am 9. eustem in parrocchia Weicheringensi sepulta fuit. Also mal, der macht hier eine Unterscheidung. Alles ist die Pfarrei Weichering, aber er trägt hier einen Ortsteil, anscheinend eine Aussiedlerhof Oberschweig ein. Das ist also zur genauen Lokalisierung. Also am 7. Dezember 1765 starb mit den heiligen mit den Sakramenten der Sterbenden versehen, wie erzählt worden ist, so hat man dem Pfarrer erzählt, von dem damaligen, der zur Zeit Pfarrer war, hochwürdiger Herr, Entschuldigung, habe ich da einen Punkt drin, Pfarrer in Weichering, dem Brauch entsprechend versehen, die Barbara Öxlerin. Sie war Colonissa. Colonus ist der Bauer, Colonissa die Bäuerin. Vulgo im Volksmund auf der oberen Schweig. Et nona. Und am 9. desselben Monats wurde sie in der Pfarrkirche in Weichering bestattet. Jetzt kommt noch ein schöner Zusatz, das machen wir ganz interessant. Quia vero parroco proprio Gerolfingensi nici neque de morbo, nec necte provisura, neque de morte eus. Indicatum furit adioque dicta colonissa in fraudem, da gehe ich wieder Klammer auf, ut supponendum erat clandestine sepulta fuisset. Also, was die Frau, die ist woanders gestorben. Wo sind wir da? In Parochie, sepulta. Weil aber dem eigenen Pfarrer in Gerolfing nichts weder über die Krankheit, noch über den Versehgang, noch über den Tod angezeigt worden war, so wurde die genannte Bäuerin zum Betrug
wie anzunehmen ist, heimlich bestattet. Was hier los ist, das kann man öfters mitbekommen. Jemand stirbt an einem anderen Ort, nicht in seinem Heimatort. Und wenn er in einem fremden Ort bestattet wird, dann beschwert sich der Heimatpfarrer, dass er nicht die Beerdigung erhalten dürfen. Und zwar beschwert er sich deswegen, weil er dann nichts verdient daran. Darum heißt es ja Betrug, was sie gemacht haben. Die haben sich dort bestattet und nicht hier in meiner Pfarrei. Dann hier ein anderes Beispiel. Ultimo tertio septembris, copulavi Michaelem. Schauen Sie hier diese Schnörkel da nach oben, das soll ein M sein. Freilin, filium legitimum, da haben wir hier bei der Legitimum hinten das M auch wieder so ein nach oben. Wolfgangi Reilin ex Anna. Drüber hat er noch hineingeschrieben, consulis et hospitis. Postmortem haben wir hier, defuncta uxore, cum, haben wir hier cum, da hat er das M wieder so ein Schnörkel gemacht, cum barba filia legitima Michaelis ramp cauponis et textoris ex barba uxore. Also am 13. September habe ich Ehelich verbunden, den Michael Reilin, den ehelichen Sohn des Wolfgang Reilin, da oben des Konsulis. Konsulis, in Rom gab es den höchsten Staatsbeamten, der den, da gab es zwei Konsuln, die ein Jahr lang den Staat regiert haben. Und er, der war einfach bloß Ratsherr, Gemeinderat. Und er wird hier stolz als Konsul bezeichnet, et hospitis und des Wirtes. Aus seiner verstorbenen Ehefrau Anna, die habe ich die verheiratet mit der Barbara, der rechtmäßigen Filia Legitima, des Michaelis, des Michael Ramp, des Wirtes und Webers Textoris aus seiner Ehefrau Barbara. Also der war Wirt und der war Wirt, also haben wir Wirtschaften zusammengeheiratet. Was natürlich jetzt notabene, das ist eine ganz interessante Information. Sub intravarat alius ein Sebastianus Tillizet Brennhauser, Opificius Barionis, Aquopteria nuptiae hae dictissime suspense erant. Es trat ein anderer auf, ein gewisser Sebastian Brennhauser, ein Arbeiter des Barons, und deshalb wurde die Hochzeit, die schon nicht bloß dicker angesagt war, sondern schon ganz nahe dran war, aufgeschoben. Und zwar usque bis dum nuper, bis neulich, das vorgenannte Mädchen, Bonemonata Puella, wollte runter nochmal spicken. Venerabile convictore per latam sententiam libera judicata fuerit quambo inde vilfe a se pregnatum dictus Michael Reinhodie per benedictionem sacerdotalem luxorum luxit. Und dann kommt Assistentibus als Zeugenstand dabei, die ehrenwerten Herrn Georg Wiedemann von Letterfeld. Was war? Der Brennhauser kommt daher und sagt, das ist ein Handwerker des Barons, bis neulich das genannte Mädchen durch eine von einem verehrten Mitbewohner überbrachte Urkunde, als er frei erklärt wurde, welche daher der genannte Michael Reilin gleichsam als von ihm Schwangere mit dem Segen des Priesters als Ehefrau heimführte, wobei als ehrenwerte Zeuge und so weiter. Also mal was ganz Interessantes, da wird der Hochzeit im letzten Augenblick abgesagt, weil die Braut von einem anderen schwanger ist und der darf sie dann heiraten. Hier bitte Übersetzung. Omnibus apia mortem necessaris sacramentis perceptis in partus doloribus mortua est et votua et sepulta est honesta Justina Weberin.
cuius anima celi fuatur gaudi ist. Also, mit allem zu einem vom Tod notwendigen Sterbesakramenten oder Sterbesakramente erhalten hatte, starb in den Schmerzen der Geburt und wurde beigesetzt die ehrenwerte Justina Weber. Ihre Seele möge die Freuden des Himmels genießen. Infans vero ventre aperto ad crucifixum taumaturgum uspergentium zu conditione baptizatus est. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Das Kind aber wurde, nachdem der Leib der Mutter geöffnet worden war, beim wundertätigen Kruzifixus gekreuzigen in Ursberg unter Kondition getauft. Das haben wir in mehreren Fällen. Ich habe das auch im Allgäu gehabt. Da sind sie nach Schruns in Vorarlberg gegangen, im Montafon. 3 Tagesmärsche. Folgendes, das Kind ist tot. Die Frau gibt dem Mann das Kind, der geht hier zum Beispiel nach Ursberg. Das ist ein wundertätiger Gekreuzigter. Man legt das Kind auf den Altar. Es gibt irgendwelche, zuckt irgendwo am Auge oder am Arm oder am Fuß. Ah, vielleicht ist doch mal ein Lebenszeichen da. Man tauft das Kind und der Vater kriegt eine Urkunde mit und kann das seiner Frau vorzeigen. Das Kind ist getauft. Also das hat einen Freifahrschein für den Himmel. Es kommt also nicht irgendwo anders hin. Das war wohl der Hintergrund. In Ursberg sollen bis zu 20.000 Kinder dort auf diese Weise getauft worden sein, die tot waren. Also das ist auch ein eigenes Kapitel. Dann hier ein anderes Beispiel. Am 19. Unter Vicesium Marci sub medium noctem gravi oppressa morbo receptis sanctis ecclesiae sacramentis e vivis decessit pudica et juvenis multi Maria Gerstlin nata Zülling in Deiting sequenti Dio die solito sepulta viva Dio. Am 19. März mitten in der Nacht schied von den Lebenden von schwerer Krankheit erdrückt, nachdem sie die heiligen Sakramente der Kirche empfangen hatte, die tugendsame und junge Frau Maria Gerstin, geborene Züllerin in Deiting. Am folgenden Tag wurde sie auf gewöhnliche Weise bestattet. Sie soll in Gott leben. Am 11. Undicesimo eustem etzamit provisa sancti sacramentis vitam finivi circa secundam pomeridianam verdicte Maria Mater Honesta Mulier Katharina Züllerin Johannes Züllerin Sartoris in Deitung conjunx convenienta possidie terre mandata requescat in am 11. Das gleich beendete nach dem Ritus die heiligen Sakramente versehen ging 2 Uhr nachmittags die Mutter der vorher genannten Maria die ehrenwerte Frau Katharina Züllerin. Also treffen 2 Todesfälle in einem Haus zusammen. Dann hier, die Vicesimo Julii, da sehen Sie auch hier die 2 I. Ein kurzes I und ein langes I, schaut aus wie ein Y. Sie können das KY können Sie sehen oben durch die 2 Punkte. Subitania morte, defuncta est. Anna Bürklin, Dio Valetudinaria, Uxo Johannes Bürklin et Hic Sepulta. Also diese am 20. Juli starb eines plötzlichen Todes, halt, ich muss mal groß schreiben, Anna Bürklin, die lange kränkelte, die Ehefrau des Johannes Bürklin und sie wurde hier bestattet. Dann hier die Vicesimo 4 Aprilis sepulta est Magdalena infant septem dierum baptizata. Am 24. April wurde bestattet Magdalena, ein Kind von 7 Tagen, die war getauft. Parentes fuerunt Wolfgang Heinrich et Dorothea, so
Wolfgang Heinrich und seine, die Eltern waren Wolfgang Heinrich und seine Ehefrau Dorothea. Dann hier aus Gosheim, Gosheim, die Vicesimo, Secundo, Augusti, Millesimo, Septingesimo, Decesimo, Quinto. Das hier, das ist ein A am Anfang. Dieser lange Haken, der gehört zu dem unteren dazu. Das da oben ist das A. Admentem Sancti Concilii Tridentini. Ich habe schon gesagt, das Konzil von Trient hat die Pflicht eingeführt, Matrikel zu führen. Und jetzt will ein Pfarrer natürlich zeigen, wie gehorsam er ist, indem er dann immer noch dazu schreibt, nach dem Geist des Konzils von Trient. Hat er da einfach dazugefügt. Requisitis denunciationibus, nachdem also Denunziationen, Verkündigungen stattgefunden hatten, da wurde auch bestimmt, eine Hochzeit, die muss dreimal an drei Sonntagen oder Feiertagen vorher angekündigt werden. Wenn dann keine Einwände kommen, dann kann das Brautpaar heiraten. Facta dispensatione. Nachdem eine Dispension stattgefunden hat, de impedimento publicae honestatis, für das Hindernis der öffentlichen Ehrsamkeit. Also, Moment mal, declaratoque matrimonia invalido e nullo. Nachdem die Ehe für ungültig und vernichtet erklärt worden war, und zwar die Ehe des Melchior Fackler mit der Magdalena Fuchsin, aliquot etiam annis constante, die schon einige Jahre bestanden hatte. Hier geht es also jetzt darum, dass ein junger Mann, also der Neffe des Bräutigams, seine Tante heiratet. Und diese Ehe des Onkels mit der Tante, die wurde für nichtig erklärt und jetzt kann er sie heiraten. Und es war dann, weil sie anscheinend nicht gültig verheiratet waren, war das ein Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit. Und jetzt kann der Georg Fackler Josephus, Josephus Fackler, der Sohn des Georg Fackler, des Bauern von hier, rechtmäßiger Sohn mit der vermuteten putativ Ehefrau des Verstorbenen. Der Melchior Fackler ist schon gestorben, also die Frau ist praktisch das allein. Und zwar ist es dann die Magdalena Fuchsin, Sacramentaliter. Das hier auch abgekürzt, Sacramentaliter, soll das heißen. Copulatus est praesentibus testibus, wobei als Zeugen zugegen war, Pater Sponsi, der Vater des Bräutigams, Colono hic, der ist hier Bauer, es war da Johannes Fischer, Textore, ein Weber, Matthias Käbler, Bauer, und das hier OES, Omnes in Gosheim. Alle von Gosheim. Dann hier ein Beispiel. Unde decisio massi Juni. Bibi hac grassante in tota Germania pestifera quasi omnibus sacramentis bio obit. Jakob Hörmann, Operarius in. Am 29. März starb Fromm an einem seuchenartigen Fieber, das hier in Süddeutschland grassierte, gleichsam mit allen Sakramenten versehen. Der Jakob Hörmann, Operarius in. Da kommt noch ein Ort. Eodem sepultus est. Vir venerabilis Andreas Leutzer ex Naderholz.
Predi, Incula, Pariter, Omnibus, Pie, Provisus, Pie Etiam Opii. Am selben Tag wurde bestattet der ehrenwerte Andreas Leuter aus Naderholz, Bewohner eines Gutes, gleichsam mit allen Sakramenten vom Versehen. Er starb auch fromm. Dann hier ein nächstes: Omnibus Sacramentis Munita, similiter in Patus Doloribus Mortua et Sepulta est Maria Anna Hörmannin. Mit allen Sakramenten gestärkt, starb in ähnlicher Weise in den Geburtsschmerzen und wurde bestattet. Das Est ist hier abgekürzt, sehen hier, Est Maria Anna Hörmin, Requescat in Pace, sie ruhe in Frieden. Infans autem, quam ante mortem sine vita peperit, das Kind aber, das sie vor dem Tod leblos geboren hatte, ad brevatum crucifixum uspergensem sub conditione baptizatus est. Gleiche wie oben, das Kind, das er vor dem Tod und Leben geboren hatte, wurde bei dem wundertätigen Gekreuzigten in Würzburg unter Bedingungen getauft. Das nächste, das lasse ich weg, das ist also aus dem Ortsfamilienbuch von Schwenningen, das Herr Kollmann gemacht hat. In Schwenningen gab es ein Schloss und da gibt es also dann edle Leute und da sehen Sie, da sind die Einträge wesentlich länger, die haben unwahrscheinliche Titel und die Eltern schon dabei, die Trauzeugen sehen es, wenn man halt wer ist, dann haben wir auch eine längere Hochzeit. Okay. Schwenningen, genau aus der Josef Hörnummer, Freibaron, Badalet, das Gleiche, das schaut man an, wann heiratet die Eltern, wie lange das ist, als Zeugen, wie lange das ist, und der Pfarrer nennt sie natürlich auch ausführlich mit seinen ganzen Titeln. Das ist für uns jetzt so wichtig, ich habe keine so berühmten Vorfahren, hier das ja Beccaria, auch so ein Adeliger vom Schloss. Dann hier für einen Herrn Bauer von Kaisern habe ich da was übersetzt. Tuc vando legis nomen huius in domine mortue, hic devote legvim et terram donai domine, et lux perpetua luceat e. Nam legisti nomen dilecte et maxime diligentis matris, et certe amas, sive amasse etiam matem tuam. Du, wenn du den Namen dieser im Herrn verstorben liest, sprich vom ewige Ruhe schenke ihr, o Herr, und das ewige Licht leuchte dir, denn du hast den Namen der geliebten und höchst gewissenhafte Mutter gelesen und sicher liebst du sie, wie du auch deine Mutter geliebt hast. Dann sub conditione vitae pericule domi dicta repari. Unter Bedingung wurde in Lebensgefahr zu Hause wieder getauft. Das wahrscheinlich die Hebamme bei der Geburt des Kindes getauft und dann kommt der Vater und hat es sicherheitshalber nochmal getauft. Das ist auch stimmt. Dann sehen Sie auch, da habe ich immer zu Zustimmung bekommen, manchmal konnte ich dann nicht lesen, gegen Ende sind Wörter, hier wieder, der Pfarrer lobt sich selber, ad normas concili didentini copulatus, nach den Normen des Konzils von Trent wurde ehelich verbunden, der ehrenwerte junge Mann Michael Reier, Aquarius. Das ist also ein ganz seltener Beruf, das ist ein Nadler, also der hat Nadeln fabriziert, von wirklich Präfektur Provinzialis Monheim und von der Provinzpräfektur Monheim und zwar der ehrenwerten Eltern Josef Freier, das ist auch ein Nadler in Durlach, Postwort ist er schon verstorben, Edgar Katharine, also der Eheleute der und der Sohn in Durlach, geboren am 10. Oktober, a precone a catholico, das ist auch eine Wendung, der schreibt nicht hin von einem protestantischen Pfarrer getauft, sondern von einem Präkone, Präko heißt wörtlich eigentlich Herold, von einem unkatholischen Herold getauft, also auf gut Deutsch von einem evangelischen Pfarrer getauft und in Karlsruhe mit dem heiligen Grisam gesalbt. Und sie hat verheiratet mit Jugendsamen Jungfrau Walburger Fischen, die ist Magd, derzeit Magd in Rögling. Und zwar, die Eltern werden jetzt hier genannt und so weiter, die ist geboren, das geborene Eckerin
Nein, die Mutter ist eine geborene Engelin. Sie ist geboren am 6. März in Blossenau. Die Ehe segnete, und dann muss noch der Name des Pfarrers kommen. Also jetzt Servatesegel sieht. Tschüss, da muss man hinein. So ein bisschen Solemnis, also während einer feierlichen Messe beging die Ehe der ehrenwerten Jungfrau Zachäus Genswürger, ein Zimmermann, der war vorher Soldat, und zwar ist es ein Filius Legitimus, ein rechtmäßiger Sohn der ehrenwerten Eheleut Johannes Genswürger, der ist Söldner, und so, der heiratet, also gut, heiratet mit der tugendsamen Jungfrau Anna Maria Starr, der ehrenwerten Eltern Josef Starr, Lehrer in Tugendhofen, und seine Frau Josefa, beide schon verstorben, rechtmäßige Tochter im Alter von 34 Jahren, vor den Zeugen Coram Tessibus, Josefa Egge, der ist ein Schneider in Blossenau, und Laurentius Seiler, ein Maurer in Tugendhofen. Da hat er, das ist wieder, lass mal weg. Da wurde ja eine Beerdigung gefeiert in Schwenningen, das darf man auch werden. Da ein Sterbeeintrag in Schwenningen, Omnium Morientium Sacramenti sit immunitus. Also wird genau die Formel gestärkt mit den Sakramenten aller Sterbenden, ging im Herrn heim der Ehrenwerte des Honestus abgekürzt, wie Josef Schiesel, der Witwer. Ecce dies fuit vigilia ad. Dieser Tag war der Vorabend der ganz schrecklichen Schlacht, die am folgenden Tag ihren Anfang nahm in Grimheim zwischen den französisch-republikanischen und kaiserlichen Soldaten. Und ja, wie Ultimo Pugnantes, die letzteren flohen, kämpfen mitten durch unser Dorf. Bei der Kapelle sagt Thaddäus, leisten sich wieder Nieser, und der endlich, nachdem nachdem sie durch Kugeln aus den totwilligen Kriegsgeschützen, die auf die Häuser des Platzes Kirchgast geschossen worden waren, fünf Häuser und zwei Scheunen unter diesem der Pfarrstadt durch Feuer vernichtet hatten, gingen sie weg. Am Abend dieses Tages besetzten die Franzosen das Dorf. Die Gegenwart des Feindes war der Grund, warum der vorgenannte Schiesel ohne Öffentlichkeit und Gesang begraben wurde. Seines Alters 74 Jahre. Da sehen Sie auch abgekürzt S, Etat, tu etatis. Und da ein Eintrag aus Schwenningen wieder. Am 28. November starb um 6 Uhr früh und bestattet wurde der auf dem Pfarrfriedhof in der Reihe, in der ordentlichen Reihe der Ehrenwerte und ja, ausgezeichneten Jüngling Kaspar Böhm. Er hat also die Beichte abgelegt und gestärkt also durch die letzte Ölung und die Sakramenten. Sakramenten der Beichte und der letzten Ölung. Und er starb ganz fromm im Herrn, der Honestus im Gebeus Kaspar Böhm. Er war ledig, Arcivisitatio Regio Bavariae Höchstädt. Das ist das Oberamt Höchstädt. Archi heißt bei uns praktisch Erzbistum. Und Satrapie, das ist auch wieder ein hochgestochenes Wort, eine Satrapie war im Perserreich ein Verwaltungsbezirk. Und die Höchstädter, die nennen dann ihr Amt eine Satrapie. Klingt halt besser als Amt. Domitilium Schwenningen. Sein Wohnort war Schwenningen. Er war katholische Region. Hic juvenis ex viginta pedes alto vertice horrie Josephi Meierhofer huiatis primarii coloni ad cuius servicis erat Etimo 7. Novembris, hora quinta, matutina, manipulus, hortic, polyget wahrscheinlich recta in pavimentum decidit. Also das wird ausführlich geschildert.
dass der Jüngling, der fiel aus dem 50 Meter, 50 Fuß hohen Fürst des Speichers des Josef Mayer von hier, des ersten Bauern, in dessen Dienst er stand am 17. November um 5 Uhr morgens, geradewegs auf dem Fußboden, als er Gerstengarben, wahrscheinlich runterwerfen wollte, sehr schlimm am Kopf und an den Gliedern verwundet, als eine Entzündung hinzukam im Elternhaus Nummer 99 ohne Arzt. Alter 18 Jahre, 11 Monate. Also da gab es einen Schwenning, einen Pfarrer Zucki, italienischer Name, der hat sehr viel zusätzliche Informationen noch dazu geschrieben. Das machen wenige Pfarrer, aber für einen, der im Ort da irgendwas forscht, ist es sehr interessant, weil es einfach interessante Informationen sind. Da haben wir jetzt was noch was für den Manfred. Honestus Juvenis Johannes Lind, Etatis Funde Viginti Anorum, ab in Dicenda Funeral Johannes Kais, Adegatus, Danubium Probe Erlingshofen, Transnatare, Pentans in Derit, Sepultus in Niederschönefeld. Ah, die muss auch. Machen wir es so. Der ehrenwerte junge Mann Johannes Licht, 19 Jahre alt, wurde abgeschickt, um die Beerdigung des Johannes Kais anzuzeigen. Er kam ums Leben, als er bei Erlingshofen versuchte, die Donau zu durchschwimmen. Bestattet wurde er in Niederschönefeld. Also dann schickt die Nachricht auch an mich ab. Danke. Das ist auch noch interessant, dieses hier. Omnibus moriens und sacramentis rite munitus, den alles formelhafte Wendungen. Das ist bisher nichts Neues mehr, in Domine, Obit, Wir, so weiter. Aber was jetzt als Zusatzinformation kommt, ist interessant. Hic in casse agis manip. Ich mache dann gleich die Übersetzung. Dieser hatte auf den Fällen des Schlosses Garben gesammelt, die mit denen der Wagen sehr beladen wurde. Damit diese nicht herunterfielen, setzte er sich auf den Wagen. Als er zur Scheune kam, rief er dem Fuhrmann zu wegen des Absteigens. Dieser hörte ihn nicht und fuhr weiter. Der Bogen des Scheunentors stieß ihn zurück, fiel auf den hinteren Teil des Wagens und warf auf den Boden, wo er sich den Halswirbel brach. Dennoch blieben alle seine Sinne so unversehrt, dass er die Heiligen Sakramente empfangen konnte und am folgenden Tag starb im Alter von 53 Jahren und 13 Tagen. Also ein Unglücksfall. Das wäre was für die Zeitung gewesen. Da immer wieder, wann jemand gestorben wurde, ist Hora Quarta am 4. Nachmittag, Sepultus am 5. im Cimitero, im Pfarrei, Friedhof, im Zuordnen in der richtigen Reihe. Und dann da auch wieder. Wieder die gleiche Formulierung wie beim bisherigen Kap. Der ist wieder gestorben. Absque medico morbus et pede malo in corpus sed rasa materie peccans. Also, Krankheit, eine schädigende, aus einem schlechten Bein zurückgeflossene Materie. Hat er Blutvergiftung gehabt. Wenn Sie das anschauen, also es sind Standardformulierungen, hier wieder Omnibus, Morientium Sacramentis, Visime, Bonitus, in Domino, Obiit, Honestus Vir, Domicilium Spenningen, Inquilinus, also ein Einwohner, katholische Religion. Er starb im Haus Nummer 61, ohne Arzt. Da gibt es angegeben, Inflammatia pectoralis, eine Brustentzündung, Alter 70 Jahre. Also ein paar von diesen mal kennengelernt haben, gelesen haben, da werden Sie fast jede entziffern können. Natürlich nicht, wenn Sonderangaben noch gemacht werden von Unfällen. Das ist natürlich schwierig. An den normalen Sterbeeinträgen haben Sie gesehen, das ist keine Hexerei. Es wird fast immer das Gleiche gesagt. Das hier ist zum Beispiel eine Stiftung, da stiftet jemand, ein Kreuzheim, 1000 Gulden, sind so Jahrtagsstiftungen. Da muss der Pfarrer dann am Jahrestag eine Messe lesen. Und es ist für die Pfarrer wichtig, wenn es viele so Stiftungen gibt,
dann hat er da ein Einkommen. Es wird meist zu 4,5% Verzins, gibt also im Jahr 4,5 Gulden. Da gehen vielleicht 2,5 Gulden gehen an den Pfarrer, wenn er dafür die Messe liest. Das ist ein Zusatzeinkommen. Wenn er viele solche Jahrestiftungen hat, hat er zusätzlich ein schönes Einkommen. So, jetzt muss ich leider wieder unterbrechen. Die 50 Minuten sind um, das heißt, wir müssen leider einen Neustart machen. Ja. Wir merken uns wieder, wo wir waren. Ja. So, geht's wieder weiter? Geht wieder weiter. Also hier wieder ein Sterbeeintrag. Pia in Domino Omnibus Sacramentis Munitis Obit Casparus Kugler Parochianus Meus in Steinach Parochie Walze et in hoc loco sepultus est. Ita testator in litteris suis adpotum reverendus Fridericus Wernher Canonicus Regularis, das Wort weiß ich nicht genau, Decanus et Parochus in Walze. Fromm im Herrn starb versehen mit einem Sakrament Casparus Kugler. Also wieder ganz alles klar, eine feste stehende Formel. Mein Pfarrkind Parochianus in Steinach Pfarrei Walze und an diesem letzten Ort ist er bestattet worden. So bezeugt jetzt in seinem Brief der hochwürdige Herr Friedrich Wercher, regulierter Chorherr, Dekan und Pfarrer in Walze. Das bauen wir wieder mit der Jahrtagsstiftung. Ah, hier Schwenning wieder Mortus ist am 25. Vicesimo Quinto Marzi oder Quinta Matutina Sepultus Vicesimo Octavo Marzi und Gentis Grazia. Also gestorben am 25. März um 5 Uhr morgens, bestattet am 28. März wegen dringender Gefahr wahrscheinlich auf dem Pfarrfriedhof in ordentlicher Reihe, verheiratet, Conjugatus. Also ganz ein kurzer Eintrag. Dann Omnibus Morientium Sacramentis Rite Munitis in Domino Obiit Honestus Vir Andreas Schiefel Solidaris et Operarius. Archisata Pie Regio Bavare Dominus de Jube of Marchia Schwenningen. Religionis Catholicae Etatis Quinquaginta Quatuor Annorum. Mortus in propis suis edibus, numero beginta 6, abscue medico, mortis causa colica hemorrhoidalis. Also, gestorben, dann haben wir den Brauch entsprechend mit allen Sterbesakramenten versehen, wieder feste Formen verstarb, im Herrn der Ehrenwerte Herr Andreas Schiebel, Söldner und Arbeiter, königlich-bayerisches Oberamt des Herrn Jubert, Hofmarkt Schwenningen, katholische Religion, Alter 54 Jahre, gestorben in seinem eigenen Haus Nummer 36 ohne Arzt. Todesursache hämorrhoidale Kolik. Da haben wir wieder einen Unglücksfall. Procul dubio pisime in domino obit honesta acudica virgo Maria Anna Eberle, oriunda ex pago Steinheim. Also fern von jedem Zweifel starb ganz fromm im Herrn die ehrenwerte und tugendsame Jungfrau Maria Anna Eberle. Sie stammt aus dem Ort Steinheim. Plures annos Ibilina domus numero nonaginta quinque. Sie war über mehrere Jahre Bewohnerin des Hauses Nummer 59. Nona Oktobis, am 9. Oktober, in proximam silvam abit, ging sie in den nächstgelegenen Wald, lignum lectum, um Holz zu sammeln, Ednon ultraretti und sie kehrt nicht mehr zurück. Explorato multa diligentia omni nemo. Als man den ganzen Wald mit großer Sorgfalt ausgekundschaftet hatte und mit immer undankbarer Arbeit, erit kamen, gestern wurde sie überraschenderweise der Leichnam gefunden. Heute wurde sie vom Herrn Doktor der kündig-bayerischen Satrapie Höchstädt vom Oberarzt erkannt und nach der Vorschrift der Heiligen Kirche der Erde übergeben. Etas beginnt Octo Annorum, Alter 58 Jahre.
Es kommt also auch oft vor, diese Formulierung Terre Mandatum, Buße der Erde übergeben. Das ist auch wieder ein Unglücksfall, der ist aus Reimlingen, bei Nördlingen. Dies Septimo Septembris, de nocte hora decima, nudibus petis volavit ad edes parochiales, famulus mateigas, mai erusici et vii judicialis hoiatus, diamitans und absque mora venirem ad edem sui rustici. Am 7. Dezember, Nacht um 10 Uhr, wörtlich kam mit nackten Füßen zum Haus des Pfarrers geflogen, der Diener des Matthäus Gerstmeier, eines Bauern und Rechts des Gerichtsmannes von hier, indem er schrie, dass ich ohne Verzögerung zum Haus seines Bauern kommen solle. Ioque quod ipsit conungs seu mater familias ex aliquo lapsate also morti esset proxima. Deshalb, weil die Ehefrau und Hausmutter durch irgendeinen Sturz rückwärts dem Tode sei, sehr nahe sei. Me vero ad cubitum jam parato. Ich aber, der ich zum Bett gehen schon bereit war, ging also der Herr, der hochwürdige Herr Kooperator, der noch mit seinen Kleidern angezogen war. Aber oh großer Schreck. Ingresses, als er das Haus betreten hatte, sah er, dass die Ehefrau des genannten Bauern, Magdalena, schon tot war. Suporum hat mich in Kusset in Opera Morsista. Ein nicht gerade kleiner Schrecken überfiel mich, der unerwartete Tod. Sed retulit mihi immediate post obitum chirurgus hoias Thomas Hegemeyer. Aber mir berichtete unmittelbar danach, nach dem Heimgang, nach dem Tod, der Chirurg von hier, Thomas Hegemeyer, der zur gleichen Zeit ebenso gerufen worden war, dass dieser Tod unerwartet gekommen war, obwohl sie gestorben war. Zitat ist das, wenn man das überhaupt schreiben darf, das wird in Klammer gefügt, das hier. Vobis in tenebris lumen pars in sate fata nature. Wenn freilich sie gestorben ist, wenn dies zu schreiben erlaubt ist, für euch in Dunkelheit das Licht schonen der Natur Genüge zu leisten. Irrtümlich, ich weiß nicht, durch welches Schicksal sie sich in irgendein Holz wegen einer mittelmäßigen Infektion mit großer Gewalt sich gestürzt hat. Deshalb gab es durch den gewaltsam durchbohrten Leib und den durch den schockierenden Vorfluss des Blutes von dort den Tod in der Wanne. Im Übrigen war sie fromm und zumal gegen die Armen. Sie wurde bestattet auf dem Pfarrfriedhof am 9. im folgenden Tag. Man kann auf 1000 Arten sterben und wissen nicht, ob eine einzige zu sterben. Zur Ruhe in Frieden. Also eine Selbstmörderin, die sogar ein kirchliches Begräbnis bekommen hat, was damals nicht unbedingt selbstverständlich war. Da hier ein Jakobus Kode, der stammt aus dem Dorf Windling bei Harburg, ein Untergebener der kaiserlichen Abtei, also des Kaisheim, Wanda Miles, einst war Soldat in Diensten des Kaisers, Postag nachher Soldaten zu Diensten des Zirkels, des Schwäbischen Zirkels, der Generalkohorte von Roth. Hundertschaft von Hirlinger, endlich als Brezen, endlich auf seine Bitten entlassen. Er war arm, praktisch umherziehend und kam als Hirte her. Ubi omnibus volentium sacramente sitte munitus, wo er mit allen Sakramenten der Sterben dem Brauch entsprechend versehen, ganz fromm im Herrn starb. Das ist auch wieder feststehende Formulierung. Etatis septuaginta novem anorum causa mortis pleuritis.
also 79 Jahre alt, Ursache des Todes, Pyritis. Das haben wir schon. Das brauchen wir nicht dann. Das ist wieder geladen, das ist von Schwenning vom Schloss. Dann hier Omnibus Morientium Sacramenti Sicti Munita in Domino Obit Honesta Mulier Barbara Trau. Conjunx Molitoris Amphiteutici Casti Iuiatis Archistatza Pie Regio Bavare Höchstet. Domicilium Originis Pagus Ebnat Dictionis Regio Württembergicae Principis Tun Taxis. Mortua in Edibus Molentini Nummer 112. Etas. Undecentum Anorum Ordinante Domino Herr Consulare Medico der Archiator in Donauwörth wird ist ordnungsmäßig wieder formelhaft gestärkt mit einem Sterbesakrament gab es eine Form im Herrn die Ehen Eva des Müllers und Pächters des hiesigen Schlosses im königlichen Bayerischen Oberamt steht. Der ursprüngliche Wohnort ist der Ort Ebnat im königlich-württembergischen Herrschaftsgebiet des Fürstentums Taxis. Sie ist gestorben im Haus des Müllers Nummer 112, Alter 99 Jahre. Festgestellt durch Herrn Konsular und Oberarzt in Donauwörth, Todesursache Krämpfe. Das ist auch das Konvulsiones, ist ein Sammelbegriff für Krankheiten, die man nicht genau beschreiben konnte. Später haben wir das dann genauer gewusst und genaue Todesursachen an. Das ist wieder so eine Jahrtagsstiftung, das ist auch wieder so eine Kriegsgeschichte. Manchmal gibt es sogar deutsche Einträge. Dann hier wieder das gleiche Artuk. Elisimo, Settingesimo, Duodecimo, zum Teil Deutsch, den 28.12. in Christophil mit allen Sterbesakramenten versehen zu Ingolstadt. Also das macht er wieder Deutsch, vielleicht hat er eine Kurzwürde, das Lateinisch aufnehmen soll. Ad hoc in Studios, der noch beim Studium war, morgens in der Früh um 2 Uhr leicht zum Begräbnis gebracht, das und weiter. Also da ist einer, der nicht so besonders gut Latein konnte, der mischte Deutsch und Latein in einem. Da wieder. Das sind ja auch. Da wieder geladen, das wird aus dem Schloss Schwenningen. Da ist wieder Ipsius Kadaver Inventum est Pope Pagum Münster. Manfred, das war's für dich. Sein. Sein Leichnam wurde gefunden beim Ort Münster am 12. April. Bestattet wurde am 13. April auf dem Pfarrfriedhof in der ordentlichen Reihe. Er war verheiratet. Wer es eingetragen hat, war der Ludovicus Zucchi. Das ist also dieser Pfarrer, der Italiener, der sehr viele Zusätze bei den Einträgen gemacht hat. Also der hat mir sehr gut gefallen. Der konnte auch anscheinend gut Latein. Das ist nochmal ein Unglücksfall. Die Maxime Intempestativo, wie nix geluque sese dissolvere, in subsequens nox, eustem conditionis, immo valde intempestiva fura, et sic dictus Angerbach in Tumerat, Johannes Leonardus Gietinger, Solidarius et Sutor, Pater Novem Polium, Edonius, Ostomi Etatis, Vataginta, Octo Anorum, Septimentium, Edium, Numero, Nonaginta, Tres, Ora Nona, dem Hemitrim, Haimium, Abiit, Ex quo Ora Nona, Lactis Redux, Densis Tedibris, et Fermente, Procella, Abductus, Ad publici judici mentem, das wird in Klammer gesetzt, in Angerbach der Siluit ad mo spumantium und darum wie in Danubium areptus visere periit.
Also, an einem Tag, wo sich Schnee und Frost ablösten, das war am 12. April, und die nachfolgende Nacht unter den gleichen Bedingungen noch bestürmischer war und der sogenannte Angerbach angeschwollen war, ging Johannes Leonhard Gietinger, Söldner und Schuster, Vater von 9 Kindern und eines nachgeborenen Kindes, 48 Jahre und 7 Monate alt, aus Nummer 93 nach Kremheimweg, von wo er um 9 Uhr nachts heimkehrend in der dichten Finsternis und bei tosendem Sturm nach der Meinung des öffentlichen Urteils in den Angerbach sprang, von dem er durch die Gewalt der schäumenden Wellen in die Donau gerissen. Irgendwie haben wir jetzt schon keinen Ton. Jörg, ist der Ton da? Jetzt ist der Ton wieder da. Das muss heißen, oh mein Gott. Bestattet wurde die Leiche eines gewissen unbekannten Mannes, der einen vornehmen Eindruck macht. Am 29. Juli wurde die Leiche, die in die Donau hineingeführt, die Donau herangeführt hatte, plötzlich gefunden. Am 30. Juli wurde sie auf dem diesseitigen Ufer von der königlichen bayerischen Satrapie inspiziert. Am selben Tag um 2 Uhr nachmittags derte übergeben. Und zwar hat sie den 11. Platz inne in der beginnenden neuen Reihe rückwärts vom Turm auf der Ostseite. Also da gibt es wieder Stiftungen, da haben wir irgendeine Kerzen und Geld gestiftet. Das ist wieder hier ein Eheintrag. Johannes Jakobus Klopf et Maria Putativa eos ipse dispensatione iam tertia vice super impedimento consanguinitatis in tertio et quarto grado collaterali in equali occulto ipsis incognitis armee ipsis procurata et obtenta prius inde armee de nullitate matrimonic certiorati iterato renovato consensu. Also es geht darum, Leute, die waren verwandt, sie hätten eine Dispens gebraucht, dass sie heiraten dürfen, im dritten, vierten Grad verwandt in der Seitenlinie. Und das haben sie aber nicht gewusst. Und dann war das eine Putativa-Ehe, eine vermutete Ehe. Und jetzt wurden sie aufgeklärt, dass also sie jetzt die Dispens kriegen. Man hat also offiziell dann nochmal die Ehe geschlossen. Sowas kommt auch vor. Ja, das ist wieder der gleiche Simon. Dispens, der Valais gestorben, ein paar Monate. Dann, me instio obit Katharina Schmidin vagabunda, exhalatione tamen verosimiliter comperi illam nördlinge omnibus sacramentis vuis immunitam, ex juxta tectas literas apod illam inventas era de freisten propi ulmam. Domini i teutonici ordinis radius unta de donavert, Vibrorum artificis filia. Ohne meine Wissen starb die Katharina Schmidin, Landstreicherin. Aus einem Bericht erfuhr ich, dass sie wahrscheinlich in Nördlingen mit allen Sakramenten versehen wurde, und aus entdeckten Briefen, die bei ihr gefunden wurden, war sie aus Freisgen bei Ulm im Herrschaftsgebiet des Deutschen Ordens. Anderslautend aus Donauwörth, Tochter eines Siebmachers. Also sowas kommt auch vor, Landstreicher.
ist alles immer die gleichen Sterbeeingriffe. Ich habe jetzt der Krug des Tagmasheim, was man auch zum Beispiel in Kirchen finden kann, das ist ein Epitaph für einen Pfarrerschad. Das ist natürlich sehr schön, aber da muss man, glaube ich, das verstehen. Das ist von Wernitzstein und der Verfasser dieses Das ist Stein und nochmal. Das hat keinen Wert, jetzt hier zu übersetzen. Das ist ein Text aus Donauwörth. Und zwar steht der am Anfang eines Taufbuches. Da schreibt der Pfarrer vorher einen schönen Spruch vorne rein. Hic damus infantibus puris nova nomina data. Viti uterum servit nomen astra liber. Catalogus baptisatorum soi. Matricula ecclesiae. Hochwürdigsten und sehr angesehenen Herrn. Das ist bloß Diözesis Augustanus, Artium Atque Philosophiae Magister, Iusque Ecclesiae Barocus et Decanus, Deo Dei Pareque Gloria. Das ist also schon ein schöner Spruch. Hier geben wir die neuen Namen wieder, die den reinen Kindern gegeben worden sind. Und dass auch dieses Buch unsere Namen für das Leben bewahre. Katalog der Getauften oder Matrikel der Pfarrkirche zur Selig Maria zu Donauwörth. Irgendwie hören wir wieder nichts, Herr Heinrich. Geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Also dieser, er sagt selber, er ist Magister freien Künstler der Philosophie und Pfarrer dieser Kirche und Dekan. Gott und der Gottesgebärin sei Ehre. Das steht also über dem ältesten Taufbuch von Donauwörth. Und da kommt dann nochmal ein Text für das Taufbuch. Deo Optimo Maximo Auspice Volente. Jesus Maria, Deo Optimo Maximo. Das wird oft, kann man oft dann an verschiedenen Stellen lesen. DOM. Drei große Buchstaben. Das ist also Abkürzung für dieses hier. In Donauwörth. Worum es hier geht. Jesus Maria, der große und gute Gott möge seinen Segen geben zu Donauwörth. Kinder, die einst der Welt und dem Licht gegeben, die glücklicher dem Erdgeist und dem katholischen Licht geboren und dem größeren Jesus Christus anverwandt und dem Himmel. Mit sicherem Recht, mit gehörvollem Gebet, bestimmt so ausgezeichnet, im Hause der erhabensten Jungfrau, dem guten großen Fürsten, mit heilsamen Wassern entsühnt, ich meine die Taube, und vom Schoß der frömmsten Mutter, dem frömmsten Sohne geweiht, aber für den Himmel gereinigt, durch gütige Bitten und durch göttliche Quellen und einzuschreiben in das weiße Buch der himmlischen mit unauslöschlichem Merkmal. Hier wurden sie in der Zwischenzeit mit zarten Griffel und sterblicher Hand der treuen Nachwelt anvertraut ab dem Jahre 1807. Also der Pfarrer hat sich auch Mühe gegeben, bevor er das Taufbuch anfängt, da
da was Schönes hineinzuschreiben. Indem die Stadt Donauwörth auf Befehl Rudolfs II., des Kaisers der Römer, von Maximilian, dem gnädigsten und katholischen Fürsten der Bayern, eingenommen wurde und die Herolde Luthers, also sagen wir also nicht die Pfarrer Luthers und die Herolde, das haben wir vorhin schon mal gehabt, flohen. Also Donauwörth ist wieder katholisch geworden. Darauf sieht dem katholischen Pfarrer förmlich zur Verwaltung der Sakramente durch die erwünschte Gunst der Vorsehung anvertraut wurde. Die himmlischen klatschen Beifall, hielten Fürsprache halten. Die Menschen verherrlichten die himmlischen, lobten sie und riefen sie an. Also, das hier, das ist aus meiner Heimatpfarrei. Da geht es also um Schäppach und Weiher. Das ist also die Schäppacher Kapelle. Das ist ein einsamer Hof im Wald. Das ist, gehört heute der Stadt Augsburg. Und der Weiherhof, der ist oberhalb des Klosters Oberschönefeld. Der Ursprungszelle vom Kloster Oberschönefeld. Und die waren bei der Pfarrei Dietkirch und die kommen dann zur Pfarrei Döpshofen. Da ist wieder jemand gestorben, am 4. Tertia circa Horum Quartam Pomidian. Am 3. um die 4. Nachmittagsstunde. Irgendwie fehlt wieder der Ton. Jetzt ist er wieder da. Aber wir können ja selber auch lesen. Genau. Okay. Ja? Ihm wurde klar gemacht, dass man rohe Pilze bitte nicht isst. Bitte? Ihm wurde klar gemacht, dass man rohe Pilze bitte nicht isst. Auch wenn man meint, man hat einen starken Magen. Ja. Der hier hat sich selber vergiftet. Ja. Mit Pilzen. Hat seine Galle nicht gut getan, dem Kaspar Gall. Ja. Kindsmörderin Katharina Halbig. Und den Fall kenne ich. Den Fall kenne ich, der kommt da unten. Decapitata, et ceremonius quibus alius naturale morte de punctus parodianus. Sepulta fuit. Also die Katharina Halbig. Dasselbe Lesen. Die wurde geköpft und wurde doch mit Zeremonien, wo sonst nur ein normal Sterblicher bestattet wird, bestattet. Und Tapfheim verheiratet in Erlingshofen, gell Manfred? Zeit aber wohnt in Zusam, was heißt Zusum? Zusum. Zusum ist der Fluss. Machen wir gut aus, oder? Ja. Welche zwei Kinder, nämlich eine 8-jährige Tochter und einen 8 Wochen alten Sohn, in die Donau geworfen hat, wo sie ertrunken sind. Sie wurde hier im Gefängnis gehalten und während der letzten 3 Tage war sie niemals traurig, niemals niedergeschlagen, sondern immer im Herrn getröstet und heiter, überhaupt nicht erschreckt, während ihr das Todesurteil mitgeteilt wurde. Kaum noch betete sie oder las sie nicht beständig. Oder hörte dem Betenden oder Vorlesenden zu. Sie war mit wenigem im Guten unermüdet und äußerst standhaft bis zum Tod. Und zum Ort der Hinrichtung begleitet sie Pater Beda Meyer, Benediktiner von Heilig Kreuz in Werth, also Donauwörth, mein Bruder, ich und Pater Septimius, Kapuziner von Werth. Ihr Körper liegt zwischen dem Turm und dem Hochaltar in der äußersten Ecke. Diesen Ort habe ich bestimmt. Weder für die Bestattung noch für das Mahl, das ich herrichten musste, wurde mir etwas bezahlt. Sehr wahrscheinlich hat es der Hofhütte Gallus vergessen. Also, was auffällt, die Geistlichen sind also sehr darauf aus, dass sie auch entlohnt werden. Er hatte das Leichenmahl und hat die Bestattung machen müssen und gekriegt hat er nichts. Wahrscheinlich hat er andere Pater eingeschoben. Also, solche Sachen kann man leider auch manchmal lesen. Da ist der lateinische Text zudem dazu. Übrigens, zu diesem Fall gibt es eine Druckschrift mit bildlicher Darstellung
wie sie die Kinder da in die Donau wirft. Also das wäre jetzt mein zweiter Teil. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch noch anderes bieten. Sollen wir noch weitermachen oder sollen wir es beenden? Ich denke, wir sind jetzt geschafft und reichlich Stoff und ganz toll und mit aber vielen Fällen, die so unterschiedlich sind und auch der ganze Segen, der in den Kirchenbüchern dann drinsteht und ganz toll dargestellt. Und wir trauen uns vielleicht auch jetzt an längere Texte hin und lesen nicht bloß die Kerndaten heraus, sondern haben jetzt so Standardformulierungen kennengelernt. Und es wird uns natürlich weiterhelfen. Wir können jetzt natürlich nicht unserem Referenten jeden Tag 5 solche Einträge schicken, nachdem die Kirchenbücher jetzt online sind, also das ist gar kein Problem, sondern natürlich dosiert, würde ich mal sagen, lieber Hermann, oder? Also jederzeit kann man mir was zuschicken. Ich bin gern bereit, das zu machen, so wie ich es zeitlich schaffe. Meistens geht es um kleinen Tag noch. Manchmal geht es nicht um kleinen Tag. Aber Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Ja, auf jeden Fall ganz toll. Und die ganze Palette mal durchgemacht, die ganzen typischen Einträge, auch, aber auch ganz besondere. Sehr lehrreich war auch der erste Teil mit den grundlegenden Informationen. Ich hoffe, alle haben was davon profitiert und wir hätten jetzt ja noch die Fragerunde. Sabine, wie liegen wir denn in der Zeit? Sabine? Ich würde vorschlagen, dass wir einen zweiten Teil machen mit diesen anderen Einträgen. Und im Chat ist nur eine Frage, und zwar, ob es ein empfehlenswertes Online-Wörterbuch für Latein gibt. Also ich kenne nur Frag Cäsar. Gibt es da noch was Besseres? Also ich weiß nichts. Ich habe halt meinen großen Georges, das ist halt das Standard-Wörterbuch für die Lateiner. Das ist zweibändig, hat für etwa 4000 Spalten. Kostet 100 Euro, aber das braucht sich niemand anschaffen. Ich denke, dass mit dem, was in dem ersten Teil drinsteht, man ziemlich weit kommt. Also ich habe noch meinen grünen Stohwasser aus der Gymnasialzeit. Das war auch so Standard. Ja, das ist gern benutzt worden. Das war für Schüler sehr, sehr geeignet. Ich weiß nicht, ob auf dem Bildschirm noch zu sehen ist. Ja. Das sind so Sachen, das jetzt, das zum Beispiel ist nichts Lateinisches. Das da oben ist lateinisch, in Missen Eintrag von einem Pfarrer, der da gestorben ist. Aber was ich für das Ortsfamilienbuch Missen gemacht habe, das waren zum Beispiel Dokumente durchgesehen. Da gab es so hunderte Protokolle von ledigen Müttern. Die mussten mit ihren Eltern oder Mutter, mit der eine musste dabei sein, Pfarrer erscheinen. Den wurde ins Gebet geredet und manchmal haben halt diese Frauen nicht bloß ein, sondern zwei, drei Kinder gehabt. Dann wurde das Gericht angeschrieben, das Gericht soll ihn androhen. Denn wenn die nochmal mit 29 Jahren, da können sie noch Kinder kriegen, dann fallen die der Armenpflege zur Last und das will die Gemeinde nicht. Also soll der Staat tätig werden. Manche von denen sind sogar ins Gefängnis gewandert. Ich habe auch Zeugnisse von Leuten, die im Gefängnis saßen und da hat der Pfarrer zur Entlassung dann immer geschrieben, wie er sich aufgeführt hat und wie die Erwartungen für die Zukunft sind. Dann habe ich zum Beispiel einer in Wiederhofen, da war der Vater im Gefängnis, da hatte er auch Kinder und dann hat man einen Verwalter, der also den Hof dann geführt hat, es hat dann das so weit gekommen, dass drei Töchter von dem Mann, der im Gefängnis saß, von dem Hofverwalter Kinder bekommen haben. Das sind halt auch ganz interessante Informationen, die man am Ort dann so sammeln kann und Einträge. Ich würde sagen, das machen wir in einer extra Runde, oder? Ja, ja. Ja, da gibt es noch Lernbedarf genug. Also ja, wie wir gesehen haben, also ich bedauere es immer wieder, dass ich so grottenschlechter Lateinschüler im Gymnasium war. Hätte ich gewusst, wofür ich das mal brauche, wäre ich vielleicht ein wenig fleißiger gewesen. Also eine Urkunde, die habe ich noch ein bisschen drin.
die kommt vom Großpönitenziar aus Rom. Da hat jemand einen Verwandten geheiratet mit Dispens. Aber sie haben anscheinend nicht angegeben, dass sie schon sexuelle Beziehungen hatten. Jetzt war da die Dispens ungültig. Muss man noch eine Dispens holen und zugleich Dispens vom praktisch großen Bußverwalter. Das war ein Kardinal. Der hat die Urkunde geschickt, hat dem Pfarrer aufgetragen. Er muss den Brautleuten, die halt schon vorher Sex hatten, bevor sie dann ehelich verheiratet waren, in der Beichte ins Gewissen reden. Und sie müssen bestimmte Leistungen erbringen, auch finanziell und sonstig. Und der Pfarrer muss diese Urkunde, sobald er sie gelesen hat, zerreißen. Sonst wird er aus der Kirche ausgeschlossen. Ich habe diese Urkunde in der Hand gehabt. Hätte eigentlich, dürfte nicht existieren. Im Chat ist jetzt gerade noch der Hinweis gekommen, es gibt eine Seite, da ist der Link drin, www.seno.org, und da kann man lateinische Begriffe eingeben und dann wird oft aus diesem Georges zitiert. Also wer diesen Link haben will, der ist im Chat drin. So, dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal die offizielle Aufzeichnung und dann können wir so weitermachen.